Jo, Freunde, Zenos hier und damit herzlich willkommen zu dem womöglich letzten Part der Pokémon Platinum Randomizer Nassau Challenge, Freunde. Ich habe es im letzten Part angekündigt, dass ich trainieren werde, beziehungsweise offline trainieren werde, Freunde, weil ich saß gefühlte wirklich 2 Stunden, ich glaube knapp 2 Stunden saß ich dran, um dieses Team hier zu trainieren, Freunde. Und wir haben es jetzt zusammen abgemacht, dass ich Pokémon von 50 bis 55, ja, trainieren, beziehungsweise ein Pokémon von 50 bis 55 trainieren werde, Freunde. Das habe ich getan. Ihr seht es, Freunde. Slice Level 54, Raijin Level 52, Flo Level 55, Rose Level 50, Max Level 52 und Pascal Level 50. Pascal und Rose sind erst Level 50, Freunde. Die beiden waren einfach am schwersten zu trainieren. Es sind Legis, das heißt, sie brauchen mehr Erfahrungspunkte. Und es ist einfach, wie gesagt, es dauert einfach Ewigkeiten, die beiden zu trainieren. Am schnellsten ging es halt mit Flo und Raijin, Freunde. Beziehungsweise ich bin einfach irre gespannt, wie wir abschneiden werden, Freunde. Ihr wisst, die Nuzlocke wird vorbei sein, wenn wir Cynthia besiegt haben. Dann gilt diese Nuzlocke als beendet und erfolgreich beendet. Es kann natürlich aber auch sein, dass wir gegen die Top 4 Mitglieder rausfliegen, Freunde. Beziehungsweise dann, wenn wir bis zu Cynthia kommen, von Cynthia besiegt werden. Das wissen wir alles nicht, aber das werden wir womöglich in diesem Part erfahren, Freunde. Ich bin einfach mega gespannt. Ich bin wirklich mega gespannt, Freunde. Wie dieser Part enden wird, wie wir abschneiden werden, aber ich kann jetzt schon mal sagen, ein riesen fettes Dankeschön an alle von euch. Wir haben jetzt, das ist glaube ich der 44. Part, Freunde, wir haben 44 Parts der Pokémon Platinum Randomizer Nassau Challenge gehabt. Und ihr habt immer so fleißig mitkommentiert, geliked, Freunde. Wolltet Pokémon sein, auf jeden Fall diesmal ein riesen Dankeschön, dass ihr mich so krass unterstützt habt in diesem Projekt. Und das wollte ich einfach nochmal von vornherein sagen, Freunde, bevor wir jetzt die Pokémon-Liga betreten. Ich zeige euch nochmal kurz die Pokémon, weil ich, wie gesagt, ich habe offline trainiert und ein paar Attacken angepasst. Wir haben jetzt Slice mit Pudersand. Ich glaube, vielleicht gebe ich doch den Walschall oder lass Pudersand. Ich bin mir einfach nicht sicher, Freunde, weil Pudersand verstärkt Schaufler. Mit diesen krassen Werten, Freunde. KP fast 200, Angriff 170, über 170 und sonst alle Werte über 100. Das ist einfach zu heftig, Freunde. Wir haben den Schaufler, den Knirscher, die Drachenklaue und die Rückkehr. Nämlich, Freunde, ich war bei diesem Fußabdrücke-Lehrer, ihr wisst, wen ich meine. Und der hat mir halt gesagt, dass Knackhack eine volle Freundschaft hat. Das heißt, Freunde, wir konnten Rückkehr beibringen. Rückkehr wird, glaube ich, eine Stärke von 102 haben. Also es ist, dieses Knackhack mit einem 170er Angriff ist einfach viel zu heftig, Freunde. Dann haben wir Raijin mit Ladestrahl, Hyperstrahl habe ich beigebracht für Ruckzuckhieb, Donner und Nadelrakete. Und wir tragen das Wahlglas hier auf Raijin, Freunde. Es ist einfach zu heftig. Wie gesagt, Hyperstrahl habe ich beigebracht. Donner habe ich, habt ihr schon im letzten Part gesehen, Freunde. Hier haben wir Flo, Freunde. Hier ist keine Attacke geändert worden. Laubklinge, Schlafbruder, Matschbaum und Blätterschirm. Level 55, mein aktuelles stärkstes Pokémon, Freunde. Mit auch richtig krassen Werten, außer natürlich Verteidigung und Spezialverteidigung ist für den Arsch, Freunde. Dann haben wir Rose, auch mit richtig, richtig coolen Werten, außer natürlich die Initiative mit der Fähigkeit Schwebe, die richtig cool ist, Freunde. Und den Attacken Energieball, Charm, Blizzard und Donnerwelle. Also Charm und Donnerwelle habe ich neu beigebracht. Donnerwelle habe ich gefunden, Freunde, weil ich habe noch ein bisschen, das war neben Weideburg war das, da habe ich die Donnerwelle gefunden, die TM. Wollte ich Rose beibringen, Freunde, weil wir können hier so ein bisschen trollen mit Donnerwelle und Charm. Ich hätte echt gerne die Überreste in dieser Nuzlocke, weil dann hätte ich natürlich die Überreste Vesprit gegeben. So muss ich natürlich ewiges Eis geben, Freunde, weil wir brauchen die Blizzard, beziehungsweise brauchen einfach die starken Blizzard, die starke Attacke. Und wie gesagt, wenn es nötig ist, kann ich mit Donnerwelle und Charm mit Vesprit ein bisschen trollen, Freunde. Dann haben wir Max mit Turbo-Tempo, Stärke, Feuerzahn, Hitzekeule. Da habe ich Stärke nicht verlernt, weil ich wüsste einfach nicht, was ich sonst beibringen sollte, Freunde. Mit der Holzkohle und mit diesen Werten. Und zu guter Letzt unser Pascal, was ich wie gesagt auf Level 50 trainiert habe. Unsere spezielle Ward hier, wie ihr sehen könnt, Freunde. Mit Fliegen, Antikraft, Drachenklaue und Schemenkraft. Mit der Draco-Tafel. Und Freunde, mit diesem Team werden wir jetzt die Pokémon-Liga herausfahren. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, mit was ich leanen würde. Ich würde einfach mal sagen, ich bleibe mit... Wisst ihr was? Wir leaden hier mit Max, einfach wegen dem Droh. Ihr wisst, im Kampf dürfen wir nicht heilen, Freunde. Und das heißt einfach, es wird viel zu schwer. Es wird einfach richtig, richtig, richtig schwer. Und natürlich dürfen wir dann während, beziehungsweise nach dem Kampf dann heilen, nicht während dem Kampf. Und ich würde sagen, let's go. Überprüfen wir mal, ob du für die Pokémon-Liga qualifiziert bist. Also zeig mir alle Orden, alle Arena-Orden, die du in Sinnoh gewonnen hast. Erzelegen, Kohle-Orden, der ewige Waldorden, Herzofen, Relikt-Orden, Schlaide, Berg-Orden, Weideburg, Fan-Orden, Flatburg, Minen-Orden, Blizzard, Firnen-Orden und Sonnenweg, Licht-Orden, Freunde. Das heißt, wir dürfen rein und ausgezeichnet. Trainer, du hast in der Tat die Orden aller Arenen von Sinnoh erhalten.
Demonstriere mir die Macht, die dich so weit gebracht hat. Oh Gott. Freunde, wir sind bereit. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch, ich glaube, 50, 40 Hypertränke, Top-Genesung, Top-Trank gekauft, Hyperheiler 50 Mal. Wir haben also dick für, beziehungsweise zwischen den Kämpfen, Freunde, dürfen wir natürlich nur heilen. Und ja, wie gesagt, ich lede hier mit, habe ich jetzt mit Arcani geledet? Ja, mit unserem Bedroher-Pokémon. Das ist vielleicht das Beste, was wir hätten machen können. Ich glaube, ich lasse erstmal Pudersand drauf, Freunde. Ich glaube, oder Falschschall, Pudersand. Wir haben eine 122er Init, das ist nicht so schlecht. Und ich würde einfach mal sagen, Moment. So, ich würde einfach mal sagen, let's go. Warum kann ich hier nicht? So, jetzt. Ein Moment. So, Freunde, es geht los. Oh mein Gott, es geht los. Und jetzt juckt mein Ohr noch. Puh. Der letzte Part, wahrscheinlich der letzte Part dieser Nuzlocke, Freunde. Und es geht los gegen diesen Trainer hier. Hallo, willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Herr Baro von den Top 4. Schön, dich kennenzulernen. Ich sollte noch erwähnen, dass ich ein großer Fan von Käfer-Pokémon bin. Sie können böse und hinterhältig sein, sehen dabei aber sehr schön aus. Möchtest du wissen, warum ich Herausforderer hier empfange? Nun, ich werde einfach genauso perfekt werden wie meine Käfer-Pokémon. Also gut, dann wollen wir mal sehen, was du kannst. Uhuhuhu, Freunde, es geht los. Ich hoffe, er wird keine Käfer-Pokémon haben, Freunde. Ich hoffe einfach, er wird Smog. Okay. Sind wir mit Arcani also nicht so schlecht dran. Wir haben natürlich Seher runtergemacht, weil Seher hat uns auf Vesprit nicht viel gebracht, Freunde. Wir hätten natürlich gerne die Psychogenese gehabt, haben wir nicht bekommen. Aber ein Smogmog wird nicht viel gegen Hitzekoller machen, oder? Wir gehen auf Hitzekoller. Er trifft und er killt, Freunde. One-Hit gegen Smogmog. Knogger. Natürlich fehlt uns jetzt hier das Wasser-Pokémon, Freunde. Wir haben aber Flo mit Laubklinge oder Blättersturm. Deswegen können wir hier easy... Laubklinge wird killen, oder? Wie Oddspeeden, Freunde. Und Laubklinge killt. Oh mein Gott, Kirlia, Freunde. Ein Kampf-Psycho-Pokémon. Da würde ich wieder in... Wir gehen wieder in Max, Freunde. Hauen den Bedroher hier raus, das ist wichtig. Und gehen hier auf ein Feuerzahn. Der killt nicht. Geht auf den Charme, aber ich mit Turbo-Tempo killt, oder? Ja, Freunde, Turbo-Tempo killt. Wir haben noch kein Pokémon von uns, beziehungsweise noch kein Pokémon von uns angekratzt. Raichu, Freunde. Slice und dann auf Schaufler. Das Beste, was wir machen. Er wird keine HP Ice oder sowas haben, Freunde. Er kann es natürlich haben, wird es aber nicht. Er geht ja auf Ruckzuck. Schaufler wird durch Pudersand verstärkt, Freunde. Push-Step reicht das auch gegen Raichu. Raichu, er geht auf Ninja-Sekt. Da können wir wieder safe in Max gehen, Freunde. Ich will hier, wie gesagt, safe bleiben. Ich will diese Nuzlocke einfach... Ja, gewinnen, Freunde. Wir gehen hier auf Feuerzahn. Hat er gerade Flinch mit Schlitzer bekommen? Nee, oder? Feuerzahn ging dann daneben, Freunde. Und wir besiegen den ersten Trainer der Top 4. Oh mein Gott, ich habe mit dem schönsten und gefürchtesten Pokémon verloren. Wir haben verloren, weil ich nicht gut genug war. Das heißt, zurück ins Trainingslager. Kriege ich denn keinen Applaus? Nein, wäre auch zu viel. Egal, geh ruhig in den nächsten Raum. Drei Trainer warten noch auf dich. Sie sind alle stärker als ich. So, Freunde, es geht weiter. So, wen haben wir denn da? Du bist ja ein niedlicher Trainer, der aber bunt zu scheinen hat, zu haben scheint. Hahaha, ich heiße Theresa. Ich bevorzuge Bone-Pokémon. Zeig dieser alten Dame, was du alles gelernt hast. Freunde, gegen Jimmy. Gegen Jimmy, Freunde. Und Freunde, morgen wird, habe ich gerade am Anfang vergessen zu sagen, morgen wird natürlich mein neues Projekt beginnen, Pokémon Mond Nuzlocke Challenge. Ich hoffe, ihr freut euch alle drauf. Morgen 17.30 Uhr, ich erwähne es auch nochmal am Ende des Videos. So, er lädt hier mit Roserade, das ist perfekt, weil wir hätten Max heilen sollen, Freunde, weil wir genug Tränke, wir hätten super Tränke, haben wir auch noch ein paar Stück. Aber Feuerzahn müsste auch so reichen, wir haben die Holzkohle, es reicht hier, Freunde. Tropius, da können wir eigentlich, da bleiben wir direkt drin und da wird Max gleich ein Level höher erreichen. Wir gehen hier auf Feuerzahn, wir müssen Hitzekoller vielleicht ein bisschen sparen. Reicht das Turbo-Tempo? Top-Genese. Er hat uns eh gerade nicht outspeedet, deswegen wird der Feuerzahn jetzt reichen. Nein! Oh, hätte er einen Kürt bekommen, Freunde, mit Luftschnitt. Oh mein Gott, jetzt müssen wir aufpassen. Palim-Palim. Vom Typ Psycho. Wir haben den Knirscher auf Slice, Freunde. Wir gehen hier kein Risiko ein. Ich hoffe einfach, es kommt kein richtig krasses Pokémon noch. So, Knirscher, und das müsste es auch gewesen. Ist kein One-Hit. Was?
Rückkehr haben wir am meisten AP, deswegen gehen wir hier auf den Rückkehr. Rückkehr 120er, 102, nicht 120 Metern. Ah, shit, jetzt haben wir Max nicht bei guter KP, aber Freunde, wir haben ja den Schaufler auf Slice. Deswegen bleiben wir drin. Vorne Level 55, oh mein Gott. Wir outspeeden und das war's für Metern, oder? Eisenabwehr, nein! Freunde, er ist einfach auf... Ah, wir hätten auf Knirscher gehen können. Oh mein Gott, Freunde. Er pusht sich jetzt hier richtig. Top-Genesung, nein. Er ist auf Plus. Und wir haben den Quit! Und wir haben den Quit, Freunde! Oh mein Gott, Knofenser. Er wird uns nicht outspeeden, nur Feuerzahn wird reichen. Oder gegen einen Knofenser? Natürlich wird Feuerzahn reichen. Ja, Freunde. Und wir erreichen Level 53 mit Max. Und besiegen die zweite der Top 4 Freunde. Dein Pokémon haben an dich geglaubt und ihr Bestes für den Sieg gegeben. Obwohl, ja, keine Ahnung, was sie gesagt hat. Du bist etwas Besonderes, Kindchen. Mir gefällt, wie du und deine Pokémon bei dem Sieg im Team gearbeitet haben. Das scheint eure Stärke zu sein. Ah, ich glaube, dich hält so schnell keiner auf. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. So, wir heilen uns jetzt natürlich, haben noch kein Pokémon der Zweifel. Aber es, wie gesagt, es wird immer und immer schwieriger. Oh mein Gott. Und ich denke mal, dass es einfach, dass es der letzte Part sein wird, Freunde, dass wir auch in diesem Part direkt Cynthia besiegen werden. Beziehungsweise, wenn wir so weit kommen, Freunde, versuchen sie natürlich zu besiegen. Ich weiß nicht, ob wir sie schaffen. Ich weiß noch nicht mal, welche Pokémon sie hat, Freunde. Bleiben wir mit Max am Leaden? Ja, wegen dem Bedroher. Leaden wir hier wieder mit Max, Freunde. Und, entschuldigt mich mal kurz. So, es geht weiter, Freunde. Oh mein Gott. Gegen den hatten wir, beziehungsweise hatten wir noch nicht das Vergnügen. Wir haben ihn aber schon mal getroffen, Freunde. Wie hieß er nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Wie gesagt, wir leaden hier mit Max. Ja, Max wegen dem Bedroher, Freunde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey Trainer, ich konnte es schon kaum erwarten, bis du hier endlich hier auftauchst. Ich hörte, dass du den Sonnenweg mit Volker gemacht hast. Ich habe ihn so auseinandergenommen. Du hast dein Feuer für Kämpfe wieder entfacht. Daher brenne ich vor Freude, dir endlich in einem Kampf zu begegnen. Wie du dir schon denken kannst, kämpfe ich mit Feuer-Pokémon. Du kämpfst ja wahrscheinlich eh nicht, Freunde. Es ist Gewinnemeist. Zeige Ignaz, wie heiß dein Kampfgeist in der Hitze des Gefechtes. Genau, Ignaz. Und hier heißt der Crystal, Freunde. Oh mein Gott. Shellcaran perfekt gegen Max, Freunde. Er hat zwar wahrscheinlich Erdbeben, aber ich denke mal, ein Feuerzahn wird auch reichen, Freunde. Nein, reicht nicht. Aber Turbo-Tempo. Wir müssen hier sparsam sein mit den APs, Freunde. Fuck. Hätte ich wissen müssen, dass sie auf Top-Genesung geht. Dragonier. Okay, Freunde. Hier haben wir Slice mit Drachenklaue. Wir bleiben hier safe und Slice wird... Oder wird auf einen 170er Angriff-Step. Drachenklaue reicht, Freunde. Perfekt. Kling, pling. Bleiben wir drin und gehen auf Knirscher. Oh Gott, der hat jetzt schon Pokémon, wie wir haben, Freunde. So, Knirscher kommt und Knirscher reicht. Starrer wir, Freunde. So, da gehen wir in Max. Wie gesagt, wegen dem Bedroher. Er haut wahrscheinlich selber einen Bedroher raus. Ja, er haut selber einen Bedroher raus. Wir gehen hier aber trotzdem auf Stärke. Er macht einfach nix. Wir bleiben hier safe weiter auf Stärke, Freunde. Mit oh, macht er uns viel. Top-Genesung. Ja, jetzt kommt der Top-Genesung. Wenn er einen Crit bekommt, Freunde, sind wir weg. Wir gehen hier in Slice. Slice hat gute Death-Werte, Freunde, ja. Und das war's auch mit seinem... Ich hätte hier auf Rückkehr gehen sollen, aber egal. Das war's mit seinem Staravir, Freunde. Panikon, okay. Er hat zum Glück nicht so krasse Pokémon. Wisst ihr was? Wir bleiben hier drin gegen Panikon. Was will Panikon uns bitte machen? Ich hätte hier gerne einen Wutanfall, Freunde. Härtner, okay, kannst du gerne machen. Rückkehr reicht jetzt. Oh mein Gott, bis jetzt, Freunde. Sind wir ja richtig, richtig krass durchgekommen. Ich merke gerade, ich speede hier alles. Ich glaube, jetzt höre ich mal auf zu speeden. Es tut mir leid, Freunde, mit dem ganzen Speeden. Aber bis jetzt war es ziemlich, ziemlich einfach. Hätte er natürlich Crit bekommen, wäre mein Max weg. Aber ja, das Risiko bin ich jetzt einfach eingegangen.
noch kein Pokémon verloren und Freunde, uns erwarten noch zwei Trainer. Ich hoffe, wie gesagt, wir werden kein Pokémon hier verlieren. Ich habe es mir, wie gesagt, jetzt schon schwieriger vorgestellt. Ich habe auch nicht zu viel gelevelt. Ihr wisst, ich hatte fast alle Pokémon auf Level 50, außer Vesprit und Raijin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich würde sagen, wir bleiben hier wieder mit Max vorne und ja, machen jetzt diesmal ohne Speeden weit. Das tut mir auf jeden Fall leid. Ah, gutes Timing. Ich bin das einfach die ganze Zeit gewohnt, weil ich die ganze Zeit trainiert habe, Freunde. Ich habe gerade ein Buch beendet. Erlaube, dass ich mir vorstelle. Mein Name lautet Lucian. Ich bevorzuge Psycho-Pokémon. Ich muss schon sagen, ich bin ganz angetan von dir. Dass du so etwas weit, dass du so weit es geschafft hast, beweist mir einiges. Man sagt, ich wäre der härteste der Top 4. Krasser Typ. Ich würde sagen, krasser Typ. Du siehst, für mich gilt es, einen Ruf zu verteidigen. Ich werde gegen dich also Vollgas geben. Cristiano Ronaldo, Freunde, wir müssen gegen Cristiano Ronaldo antreten. Oh mein Gott. Er wird höhere gelevelte Pokémon haben als wir. Die Frage ist einfach, wird er zum Glück kein Despotar. Freunde, wisst ihr, wie viel Pokémon uns schon Despotar gekostet hat von verschiedenen Trainern? Wir gehen hier sofort in... Wir machen hier keine Faxen, Freunde. Wir gehen hier sofort in Flo. Ich höre schon auf mit Speeden. Ich höre hier wirklich schon auf mit Speeden. Es handelt sich natürlich um die Top 4 Gegenschuss. Okay, wir haben ihn nicht angegriffen. Gegenschuss wird resistet? Nicht resistet. Oh, ich dachte schon, das macht viel. Eigentlich müsste Laubklinge killen, oder? Und es killt. Und es killt. Formeo, Freunde. Bleiben wir drin und gehen auf den Schlafpuder, würde ich mal sagen. Oder? Ja doch, wir bleiben hier drin und gehen auf den Schlafpuder. Weil ich weiß einfach nicht, welche Form dieses Formeo hat. Es geht daneben. Es geht daneben. Oh. Es ist der Eistyp, Freunde. Ich hoffe einfach, jetzt trifft. Lass es bitte treffen. Lass es. Scheiße. Nee, oder? Vorne Eisbogen sind so gefährlich gegen uns. Wie sollen wir hier... Wir gehen hier direkt in Max, Freunde. Wir gehen hier auf... Wir gehen hier... Wird ein Blizzard oder sowas kommen. Wir gehen hier in Max. Und machen hier, wie gesagt, keine Faxen. So, Max. Und jetzt kommt wahrscheinlich ein Eisstrahl oder ein Blizzard, denke ich mal. Gehe ich mal davon aus. So. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ein Geisttyp ist er nicht, ne? Deswegen können wir eigentlich hier safe auf Stärke gehen. Macht nix, Ring. Hat der Regentanz, Sonntag, Hagelsturm und Sandsturm, also kann es uns überhaupt nix. Ich werde das hier aber jetzt mal ein bisschen spielen, Freunde, weil ich auch weiter auf Stärke gehen. Ja, er hat nichts. Er hat einfach nichts gegen uns. So, und jetzt können wir mit Feuerzahn nicht killen. So. Das war's mit Formeo, Freunde. Was für ein Pokémon, ohne Scheiß. Es hagelt. Okay, jetzt ist natürlich der Hagel schon draußen. Ist nicht so toll. Ich hätte lieber den Sonntag gehabt, Freunde, weil dann wäre Feuerzahn natürlich um 50% geschärft. Ammonitas, okay. Da können wir safe in Flo gehen. Oh Gott, bis jetzt lief alles gut, Freunde. Alles lief bis jetzt gut. Ich habe so Schiss vor den Top 4 gehabt, aber bis jetzt haben die natürlich, es ist gerandomized, man weiß einfach nicht, welche Pokémon die haben, Freunde. Aber ich denke mal, irgendein krasses Pokémon wird noch kommen, wo wir wahrscheinlich Pokémon, ja, sterben lassen müssen, mindestens eins. Ich bin mir einfach nicht sicher, aber Cynthia wird höhere gelevelte Pokémon haben als wir und Freunde, jetzt Ammonitas schon Level 59. Also, was soll ich anders sagen? Ich glaube, jetzt hat er noch zwei. Schauen wir mal. So, wie gesagt, leid, dass ich jetzt am Anfang gespeedet habe. Das ist eigentlich, ich habe das voll verschwitzt. Ihr müsst wissen, Sonflora. Okay, kein schlechtes Pokémon. Ich habe die ganze Zeit, ja, ich habe knapp 2 Stunden getrainiert, Freunde. Es war ein Ding, es ging einfach nicht voran. Deswegen habe ich die ganze Zeit gespeedet und offline. Deswegen gehen wir in Max, Freunde, gegen Sonflora. Und gehen hier auf einen Feuerzahn. Wir haben noch einen Äther und einen Top-Äther. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ich glaube, wir müssten eigentlich Äther... Warte, was? Turbo-Tempo müssten wir eigentlich Äther geben und Feuerzahn, oder? Was sagt ihr? Ich weiß es nicht. So, ihr letztes... Oder sein letztes Pokémon, Freunde, wird sein. Ein. Bitte kein Dialga oder Palkia. Evoli. Okay. Okay, ein Evoli, Freunde. Komm, wir gehen hier mal einfach mal safe auf Blitzer. Gehen auf den Donner. Wir haben 10 AP auf Donner, Freunde. Und killen einfach mal dieses Evoli mit seiner Weiterentwicklung. Level 55, 3 Level höher als wir. Aber, Freunde, wir sind Specs Donner. Und wenn er trifft, er trifft.
Und das ist ein Specs. Specs, hier. Donnerfreunde, was geboost wird durch die Elektro, also Step, und das war's. Wir bekommen den Crit, aber der Crit hat, glaube ich, nicht gemattert hier, Freunde. Und wir besiegen den letzten der Top 4, das heißt, Freunde, es steht uns nur noch Cynthia gegenüber. Und wenn wir Cynthia besiegt haben, war's das mit der Nuzlocke Challenge, Freunde. Wenn wir verlieren, war's das natürlich auch mit der Nuzlocke Challenge. Bis jetzt läuft wie viel alles gerade. Alles kann, der Schein kann trügen, Freunde. Der Schein kann hier wirklich trügen. So. Ja, wir machen jetzt einfach hier alles mit Hypertrank. Wir haben ja sowieso genug. So, ich gehe jetzt. So, Äther und Top-Äther habe ich. Ich denke mal, Äther auf Turbo-Tempo, Freunde. Hitzekolon auf Feuerzahn haben wir noch, glaube ich, genug, oder? Ja, brauchen wir nicht. So, und dann werde ich mal diesmal. Hätte ich Voltwechsel, hätte ich mit Raijin geleadet. Wisst ihr was, wir leaden? Oder wir lassen Max wieder vorne. Wir lassen wieder Max vorne, Freunde. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie geht es voran? Danke für alles am Kraterberg und für alles in der Zerrwelt. Ich bin dir äußerst dankbar, mein Schatz. Du hast mir deinen Pokémon alle Hindernisse überwunden. Wenn ich dich besiege, können wir vielleicht etwas drin gehen zusammen? Nein, Spaß. Auch die Härtesten waren für euch kein Problem. Das bedeutet, dass du auch über deine eigenen Schwächen triumphierst. Die Fähigkeit, die du erlernt hast, ich spüre förmlich deine Ausstrahlung. Doch genug geredet. Lass uns kämpfen. Deshalb bist du noch hier, oder? Als Champ der Pokémon-Liga nehme ich hiermit deine Herausforderung an. Der letzte Part, der letzte Kampf in dieser Randomizer Nuzlocke Challenge, Freunde. Gegen Cynthia auch, sie hat 6 Pokémon gegen Schoolgirl Jacqueline. Freunde, das passt so. Und ein Dratini mit Dratini. Okay. Dratini könnte Surfer haben, Freunde. Dratini könnte den Surfer haben. Und das möchte ich eigentlich nicht riskieren. Wir gehen hier in Rose und gehen auf Blizzard. So. Weil er wird Rose nicht sehr effektiv treffen. Sie wird irgendwie kein Knirsch oder keine Kieferattacke drauf haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zum Glück ist er auf minus 1. Angriff. Oh mein Gott. Er geht hier einfach auf. Bitte Blizzard Tail. Freunde, wir haben das ewige Eis. Wir haben die. Hier. Wir haben die. Wir haben das Item, was Eisattacken verstärkt. Und jetzt muss nur Blizzard treffen. Wutanfall. Was? Nein. Nein, Rose. Nein. Der ist auf minus 1, Freunde. Aber. Und es geht daneben. No! Ich würde sagen, noch einmal gehen wir hier auf Blizzard. Noch einmal gehen wir. Blutapfel wird jetzt nicht reichen, Freunde. Und dann gehen wir in Max raus. So, außer er bekommt Quit, aber das glaube ich nicht. Wir müssen hier Max zurück. Er ist jetzt auf Neutralangriff. Das heißt, nochmal Max ist er jetzt auf minus 1 Wutanfall gelockt. Und hoffentlich kriegt er irgendwie die Verwirrung oder sowas. Und dann müssen wir, glaube ich, dann bleibt uns eigentlich nicht anders übrig und gehen in Pascal, Freunde. Weil er wird nach diesem Wutanfall verwirrt sein. Warum macht er so viel? Er wird verwirrt sein. So. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass er sich selbst trifft. Oh mein Gott. Komm, schaut euch mal diesen Schaden an von Wutanfall. Er war auf minus 1. Er war auf minus 1, Freunde. Lass dich bitte selbst treffen. Das wäre alles. Zweimal Blizzard verkackt. Und er geht nochmal. Nein! Freunde, wir müssen jetzt hoffen, dass er sich selbst verletzt. Sonst haben wir ein Problem. Plus 2 Initiative Dratini und plus 1 in Angriff. Nein! Bodyguard! Oh mein Gott, wir lassen uns doch nicht hier von Dratini sweepen. Dranklau, wir haben. Die Draco-Tafel, die Drachenklaue müsste reichen, Freunde. Es ist nur ein Dratini, in Anführungsstrich, auf Level 58. Reicht das? Ja! 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 Das gibt es nicht! Die erstes Pokémon, Freunde, und wir verkacken fast. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Driftzeppeli. Okay. Da gehen wir jetzt in Knackhack, Freunde, und gehen auf ein... auf Slice, wir gehen auf Knirsche, Freunde. Driftzeppeli wird von Knirscher sehr effektiv getroffen. Was anderes, ich hoffe einfach, er hat keinen Eisschau oder sowas drauf. Was anderes können wir eigentlich jetzt nicht machen. Mit dem 170er Angriff, Freunde, wird
Der Knirscher. Er muss ein One-Hit sein. Er muss. Er hätte natürlich auch Schattenglas geben können, aber na okay. Es ist kein One-Hit. Es ist kein. Es geht viel zu wenig. Jetzt geht es viel zu langsam runter. Es ist kein One-Hit. Spukball. Oh mein Gott. Macht nicht viel Schaden, oder? Freunde, was war das bitte gerade für ein Dratini? Und er kriegt den Drop. Und er guckt den Drop. Wir outspeeden und der Knirscher müsste jetzt reichen. Freunde, was war das bitte für ein erstes Pokémon von Dratini? Oh mein Gott. Wir dürfen es nicht vergessen. Wir sind auf minus 1 Spezialverteidigung. Oh Gott, das habe ich komplett vergessen. Wir müssen jetzt hier vielen, vielen voraus und hoffen, dass der keine andere irgendwie Pokémon in Verfolgung hat. Das Gute ist, wir erreichen Level 55. Er lernt aber, glaube ich, einen Drachenstoß. Wollen wir eine Attacke verlernen, Freunde, für Drachenstoß? Ich meine, Drachenklaue hat eine 80er Stärke. Ich sehe das gerade nicht, ich sehe es gerade. Und Drachenstoß hat eine 100er Stärke, aber eine Genauigkeit von 75, Freunde. Deswegen, wir brauchen es nicht. Schaufel brauchen wir, Knirscher, Rückkehr und Drachenklaue. Drachenstoß nicht erlernen. So. 75 Genauigkeit, Freunde. Muschas, oh Gott. Oh Gott, ja. Wir wollen hier in Flo raus, Freunde. Er kann natürlich Eisattacken haben, aber wir werden outspeeden und wir werden mit Blättersturm angreifen. Weil Muschas hat eine hohe Verteidigung. Ich denke nicht, dass eine Laubklinge killen wird. Das ist gut, auf Flo haben wir Wundersaat, Freunde. Das heißt, es werden unsere Pflanzenattacken verstärkt. Und Blättersturm trifft hoffentlich. Es trifft, es trifft. Und das reicht. Es ist sehr effektiv. Freunde, es muss reichen. Es ist auf Level 60. So, das war's mit ihrem dritten Pokémon. Das heißt, sie hat nur noch drei Pokémon und wir haben noch alle sechs, Freunde. Aber natürlich etwas geschwächt. Wegen dem Dratini am Anfang. Psyana, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Gegen Psyana haben wir unsere spezielle Wall mit Pascal, Freunde. Und dahin gehen wir auch. Ihr müsst euch, bei Slice ist mega angeschwächt, ist im gelben Bereich. Und hier, Vesprit ist mega angeschwächt und im gelben Bereich. Und deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir mit den restlichen vier Pokémon hier weitermachen. Oh Gott. Wir haben die Schemenkraft, Freunde. Wows ist nur noch bei 35 KP, habe ich gerade gesehen. Wir haben die Schemenkraft und Schemenkraft trifft doch sehr effektiv, oder? Wir Oddspeed nicht Seher, oh Gott. Ich hasse diese Seher-Attacke, Freunde. Ich weiß einfach nach zwei Runden nicht mehr, ob es wirklich jetzt Seher war. Also ob Seher jetzt trifft oder nicht. Psychstrahl geht daneben. Schemenkraft müsste jetzt sehr effektiv treffen. Freunde, wir sind 10 Level unterlevelt. 10 Level ist es stärker. Es trifft sehr effektiv. Und es ist Stab, Freunde. Das heißt, es müsste killen. Killt es? Ja. Das war's mit Psyana. Jetzt hat sie nur noch zwei Pokémon, Freunde. Ich komme immer noch nicht auf die Stratini klar. Chelterra. Oho. Chelterra ist von Typ Boden, Freunde, und Max ist von Typ Feuer. Aber Max ist nicht bei voller KP. Oh fuck, es hat. Freunde, ich würde sogar sagen, wir gehen in Flo, oder? Nee, wir haben das Fliegen auf Pascal. Deswegen bleiben wir hier drin. Ich habe voll vergessen, dass wir fliegen auf Pascal, aber wir sind tatsächlich physisch nicht so gut. Und Freunde, es ist auf Level 62. Wir outspeeden hoffentlich. Er outspeed. Nein, Knirscher! Nein! Pascal, tank es, tank es! Oh, und es tankt's. Freunde, er hat den Knirscher. So. Nein, der Seher. Und er schlug fehl. Oh, von dem habe ich komplett ausgeblendet. Wenn es jetzt nicht reicht, Freunde, und wenn er dann mit Knirscher einen Quit bekommt, war es das mit Pascal. Es ist, Fliegen ist nicht Step, aber wir kriegen den Quit. Aber ich glaube, und er hat die Citrus Berry. Oder sie hat die Citrus Berry. Fuck. Fuck, 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 fuck. Freunde, wir wissen ein nächster. Wir wissen, ein nächster Knirscher wird nicht rein. Deswegen gehen wir hier nochmal auf Fliegen. Wir können. Was sollen wir in Knirscher reinwechseln? Max ist nicht mehr bei voller KP. Und er bekommt nicht den Quit. So. Jetzt wird er wahrscheinlich nochmal auf Knirscher gehen. Ich hoffe nicht, dass er irgendwie auf Panzerschutz oder. Knirscher nochmal, okay. Okay, okay, okay. Das Problem ist einfach nur, er outspeedet uns, Freunde. Er ist auch 12 Level höher. So. Fliegen quit? Nee, scheiße. Noch nicht mal nächster Fliegen reicht. Ja, das müssen wir irgendwie raus. Fuck. Sollen wir mit Max eigentlich. Freunde, er kann das Erdbeben drauf haben. Er kann es Erdbeben drauf machen. Darauf haben. Oh mein Gott. Das Ding ist einfach, danach hat sie nur noch ein Pokémon. Wir gehen jetzt in Max. Wir gehen jetzt in Max.
Bring es auf minus 1 und der Knirscher dürfte eigentlich nicht mehr als die Hälfte von dem jetzigen KP-Stand machen. Oder es ist non-step. Es ist auf minus 1. Es macht nicht mehr. Das Problem ist einfach nur, es könnte den Erdbeben, das Erdbeben draufhaben, Freunde. Ich denke aber, wir outspeeden und werden es mit Hitzekoller killen, wenn es Hitzekoller trifft. Wir outspeeden, Hitzekoller trifft. Und das war's mit Shelterra. Oder es ist aber immer noch 10 Level höher fast. War's das, Freunde? Es war's. Das war's. Oh mein Gott, es wird doch noch spannend am Ende. Das hätte ich nicht gedacht, jetzt nach diesem Stand, wo wir alles rasiert haben. Freunde, ihr letztes Pokémon, aber jedes Pokémon von uns ist angekratzt, außer Flo. Jedes Pokémon ist kurz vorm Sterben, außer Flo, Freunde. Porygon, oh mein Gott, Porygon. Freunde, wisst ihr, wie bulky Porygon ist? Wir werden hier in Flo gehen und erstmal auf den Schlafpuder gehen. Und dann mal schauen, wie viel wir mit einer Matschbombe machen. Das ist erstmal unser Plan. Mit einer Matschbombe und Laubklinge. Aber Porygon könnte eine Psycho-Attacke drauf haben. Aber ich denke, Flo hat eine gute Initiative. Das heißt, wir werden mit Flo outspeeden. Es ist nur ein Porygon, ein normales Porygon sogar. Nur Glück, dass es hier kein Porygon Z ist. Aber es ist 3 Level höher, Freunde. Chlorophyll. Kannst du gerne erkennen. Hat es Chlorophyll? Nee. Wir gehen, wie gesagt, erstmal auf den Schlafpuder. Outspeeden nicht. Magiemantel ist? Weiß ich nicht mehr. Was kann Magiemantel, Freunde? Schützt sie. Palt am Magie. Was? Nein! Was? Schlafen wir selber? Ich glaube, einfach Magiematte ist nur für eine Runde, Freunde. Ich hoffe, ich denke mal nicht, dass er eine Psychoattacke drauf haben wird. Psychos. Er wird keine Psychoattacke drauf haben, oder? Wir greifen hier weiter mit Schlafpuder an. Magiematte wirkt immer nur für die eine Runde. Das hat sie gut gemacht. Ziblette. Okay. Bitte kein. Ah, wir schlafen. Wird das viel machen? Es ist Step. Boah. Freunde, wir müssen jetzt aufwachen und das Schlafpuder muss treffen. Es schläft, es schläft. So, jetzt wachen wir hundertprozentig auf. Das Schlafpuder muss jetzt einfach nur treffen. Wir wachen auf. Schlafpuder trifft. Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, oder wir gehen jetzt hier direkt auf den Blättersturm, Freunde. Wir möchten hier einfach nichts mehr riskieren, oder? Ja, wir gehen hier direkt auf Blättersturm. Sie könnte auf Top, sie könnte auf Hyperheil oder sowas gehen. Wir gehen auf Blättersturm, es trifft. Und schauen einfach mal, wie viel ein Blättersturm macht. Wir sind danach auf minus 2 Angriff, Spezialangriff, aber wir haben die Laubklinge noch drauf, Freunde. Killt das? Nein, es killt nicht. Und jetzt kommt das Top-Genesung. Aber jetzt, vielleicht ist die Laubklinge tot, Freunde. Wir wissen, dass wir uns speeden. So, jetzt wird die Top-Genesung kommen, weil es leider im roten Bereich ist. Top-Genesung kommt von Schoolgirl Jacqueline. Und wir gehen weiter. Natürlich hier auf die Laubklinge, Freunde. Oh mein Gott, wir haben noch kein Pokémon verloren. Es ist ein Tuit. Haben wir den Quit? Oh, Freunde. Das war's, oder? Das war's, oder? Das war's. Das war's. Das war's. Wir haben Cynthia besiegt, Freunde, und somit haben wir die Nuzlocke beendet, beziehungsweise haben die Nuzlocke geschafft, Freunde. Und jetzt bist du bereits der stärkste Trainer der Welt. Dankeschön. Danke an Schoolgirl Jacqueline, Freunde. Das war ausgezeichnet. Ein wirklich unglaublicher Kampf. Du hast die Stärke deiner Pokémon optimal ausgespielt. Toll, du hast sie mit ruhiger und fester Hand zum Sieg geführt. Leidenschaftlich und kalkuliertes Handeln bilden bei dir, weiß ich nicht. Deine Pokémon können mit dir an Seite alle Hindernisse überwinden. Dieser Eindruck habe ich bei unserem Kampf gewonnen. Ich bin stolz, bei der Krönung des neuen Champs von Sinnoh dabei zu sein. Komm, nimm den Aufzug. Freunde, sie liedet mit. Stellt euch mal vor, sie hätte mit Dragon geliedet mit Drachentanz. Das war's. Das. Ich will nicht so. Aber das wär's. Das, Freunde, das wär's. Drachentanz, Dragon, das wär's für uns. Wir hatten ein Glück, dass wir mit Arcani geliedet. Hätten wir mit Arcani nicht geliedet, hätte es wär's direkt auf plus 1 Angriff und direkt auf plus 1 Initiative. So war es nach dem D-Dance auf neutral, Freunde. Das hat uns wirklich den Arsch gerettet. Natürlich hat sie sich zweimal nicht selbst verletzt, dass auch nochmal Schwierigkeiten dazugekommen sind. Aber, Freunde, wir haben es geschafft, ohne ein Pokémon zu verlieren. Und das ist, denke ich mal, richtig, richtig gut. Der Raum dort drüben, das ist die Ruhmeshalle. Oh, Professor. Hey, Zelos, dein letzter Kampf war vorzüglich. Dankeschön. Oh, guten Tag, Professor Eibe. Ein Kind, dem ich das Pokédex-Projekt anvertraut habe, kommt zu weit. Das ist selbstverständlich, dass ich Zeuge deines Ruhmes werden möchte. Zelos, ich sollte dich mehr Kind nennen. Du bist ein wahrer Champ.
Professor, Sie genießen immer noch den Enthusiasmus, den Kind in Ihrer Forschung bringen, nicht wahr? Zählen Sie hier entlang, bitte. Professor Eibe, kommen Sie bitte auch mit. Oh mein Gott, Freunde, ja, das ist jetzt nicht mehr interessant. Wir sehen jetzt, glaube ich, nochmal unsere 6 Pokémon, mit denen wir, ja, mit denen wir es geschafft haben. Lange ist es her, dass ich diesen Raum betreten habe. Zuletzt war ich in diesem Raum, als ich Champ gekrönt wurde. Das ist auch schon ein gutes Weilchen her. Gegen diese Top 4, die war echt nicht stark, Freunde. Aber wie gesagt, es war randomized, deswegen, ja, wussten wir einfach nicht, welche Pokémon auf uns warten. Zelos, willkommen in der Ruhmeshalle. Eure Namen werden hier für die Nachtwelt frei festgehalten. Wird verewigt und dir... Ich habe keine Ahnung. So, wir speeden das hier mal, weil ich will meine Pokémon hier sehen, Freunde. Ich will hier meinen Pokémon werden halt. Und jetzt sehen wir dieses Gewinnerteam, Freunde. Max auf Level 53. Ja, Raijin auf Level 52, was wir zum Glück in der Siegesstraße gefangen haben. Kam aber, glaube ich... Oh, haben wir es kein einziges Mal jetzt eingesetzt? Oh, okay, das fällt mir gerade so auf, Freunde. Wow, ist Level 50. Slice Level 55, was wir zum Glück gefunden haben mit Drachen-Pokémon, Freunde. Und Giratina, also Pascal, Level 50, Freunde. Das ist unser Team, mit dem wir es geschafft haben, jeden Trainer der Top 4 und die Champ und den Champ zu besiegen, Freunde. Und nochmal, wir haben jetzt ja 50 Stunden knapp gebraucht und 44 Parts haben wir. Nochmal ein riesen fettes Dankeschön. Das hier alle von, wahrscheinlich vom ersten Part, wahrscheinlich sind auch einige erst dazugekommen, irgendwie haben vielleicht nochmal so vom Anfang an bis zum Ende geguckt. Vielleicht sind auch einige dazugestoßen, ist kein Problem. Die von Mitte erst dabei sind oder auch relativ erst am Ende dabei sind, ist gar kein Problem, Freunde. Mich freut es auf jeden Fall, ja, dass ihr alle dabei seid und beziehungsweise dabei wart, Freunde. Ich danke mir, danke einfach nochmal für dieses hammercoole Projekt. Es hat mir mega Spaß bereitet, Freunde. Ich glaube, 3 Monate haben wir für dieses Projekt gebraucht. Es ist nicht allzu lange, Freunde. Passt einfach, wir haben jetzt fast jeden Tag bis jeden zweiten Tag einen Part gebracht. Und was ich nochmal sagen möchte, Freunde, morgen um 17.30 Uhr beginnt meine Pokémon Mond Nuzlocke Challenge. Und ich hoffe, Freunde, ihr seid alle dabei. Ich habe endlich die Capture Card, für alle, die es nicht wussten. Ich hatte gar keine Capture Card. Also viele haben gesagt, Zelos, du hast eine Capture Card, kannst du mir einen Kampf aufnehmen? Wie gesagt, ich hatte keine. Ich habe sie von Clean Stagams abgekauft. Er hatte 2, aus Japan hatte er eine. Und die habe ich ihnen abgekauft, Freunde. Und deswegen gibt es auch nur dieses Mond-Let's Play. Deswegen kann ich dieses Mond-Let's Play, diese Mond-Nuzlocke, morgen bringen. Sonst hätte ich die gar nicht bringen können. Und, deswegen hoffe ich, ich gebe euch wirklich gar keine Verschnaufspause, denn Freunde, morgen geht's wieder weiter mit einem neuen Projekt, mit einer Mond-Nuzlocke-Challenge. Ich bin einfach gehypt, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir diese Challenge hier geschafft haben, Freunde. Und werde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lässt und morgen um 17.30 Uhr euch den Wecker stellt oder die Push-Benachrichtigung von YouTube irgendwie aktiviert, Freunde, dass ihr auf jeden Fall den ersten Part nicht verpasst, Freunde. Mit einem richtig geilen Intro, einem coolen Rahmen, einem coolen Layout und einfach ein richtig cooles Projekt wird auf euch warten. Natürlich wieder ein Nuzlocke-Challenge mit schweren Regeln. Freunde, ich wollte einfach kein einfaches Let's Play haben. Ich wollte einfach eine Nuzlocke-Challenge haben, die es mir, auf jeden Fall schwieriger wird, Freunde, dass wir nicht so einfach da durchkommen. Weil für mich ist es auch blind, deswegen, ja, alles Weitere sehen wir morgen um 17.30 Uhr. Ich danke euch nochmal fürs Zusehen, Freunde. Haut rein, wünsche euch noch einen schönen Restabend und bis morgen.